Diese wunderbare Landsgeschichte geht weiter. Ein Tag später als geplant. Heute ist Freitag, der 14. Mai 2021. Und Uwe Reinking entriegelt zum allerletzten Mal die Scheunentür, hinter der sich das Lebenswerk seines Bruders Gerhard befindet. Der legendäre Landseilbulldog D2539 mitsamt dem Barrenpol-Wohnwagen gehen heute auf große Reise. Für beide gibt's ein neues Zuhause. In Einbeck, im PS-Depot, LKW und Bus. Sven Bokamp ist bei den ersten Vorbereitungen. Der Lanz wird vorgeglüht und gestartet. Zieht jetzt mit seinem Unimog 401 den Wohnwagen aus der Scheune. Es ist äußerste Vorsicht geboten, da der Wagen durch seine Höhe so gerade eben durch das Scheunentor passt. Damit dies gelingt, muss eine besondere Fahrspur eingehalten werden. Das alles ist Millimeterarbeit. Da steht der Lanz noch ein letztes Mal vor seiner Garage. Hier wurde er vor 41 Jahren aufgebaut, gehegt und gepflegt und schöne Touren wurden mit ihm unternommen. Er begibt sich jetzt auf den Weg in eine neue Zeit. Rainer Kossmann, ein großer Bulldog-Freund und Kenner aus Bad Rothenfelde, hat es sich nicht nehmen lassen, beim Abschied dieser beiden einmaligen Oldtimer mit Hand anzulegen, um so Tschüss zu sagen. Diese
dieses Traumgespann steht, geht's seit langer, langer Zeit wieder vereint auf der Straße. Beim durchgeführten Lichttest ist aufgefallen, dass am Wohnwagen der Blinker links nicht geht. Dieser Mangel wird in der Werkstatt beim Tankstopp behoben. Die große Reise beginnt mit einer ersten Etappe nach Versmold. Gut 9 Kilometer. Sven Bokamp hält hier kurz an, um seinen 7-jährigen Sohn Moritz abzuholen. Auch er wollte dabei sein, um ein Stück von dieser einmaligen Geschichte mitzuerleben. Dieser Film beeindruckt nicht nur mit fabelhaften Bildern, es erklingt auch eine Landsmelodie, wie es sie vorher noch nicht gegeben hat. Das Traumgespann erreicht das Industriegebiet von Versmold. Hier befindet sich das Betriebsgelände von Walter Höcker. Walter ist ein Freund vom PS-Speicher und ein Mitglied im Förderverein. Sein Herzenswunsch war es, den Lanz für die große Reise hier zu betanken. Walter ist auch Nachbar von Uwe Reinking. Im Gespräch von Nachbar zu Nachbar erzählte Uwe damals vom Verkauf des Lands seines Bruders. Daraufhin sagte Walter: Uwe, ich kenne da jemanden. So kam der Kontakt zum PS-Speicher zustande. Das Ziel der ersten Etappe ist hier bei Höckers unterm Vordach erreicht. Walter hat auch einige Landtraktoren in seiner Sammlung. Wie sagt er, wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einem solch seltenen Vollkabiner Lanz Platz zu nehmen? Also, André Höcker, Walters Sohn, kümmert sich sofort um den Fehler der Blinkeranlage des Wohnwagens. Der Verbindungsstecker zum Lanz war defekt und er hat ihn fachmännisch ausgetauscht. Nach dem Steckeraustausch funktioniert wieder im Einklang der Winker des Lanz mit dem Blinker am Wohnwagen. Thank you.
Hier in dieser Halle stehen die großen Oldtimer von Walter und André. Eine perfekte Kulisse, um in gemütlicher Runde von Erlebtem zu erzählen und den morgigen Tagesablauf zu besprechen. In diesem Fomag LHG 90 4,5 aus Baujahr 1940 steckt ganz viel Herzblut von Walter Höcker. Über viele Jahre hinweg hat er diesen Laster wieder aufgebaut. Unter der Motorhaube arbeitet ein Vierzylinder Diesel mit 10 Liter Hubraum und 120 PS. Eine technische Meisterleistung von Fomag damals war, dass dieser Motor mit wenigen Handgriffen und kleinen Veränderungen als Benziner oder Holzvergaser betrieben werden konnte. Mit diesem eher seltenen LKW will Walter heute die Überführung des Landes begleiten. Uwe hat seinen Bruder Gerhard vom Pflegeheim abgeholt. Auch er will sich von seinem Lebenswerk gebührend verabschieden. Gerne lauscht Gerhard den Erzählungen von Walter zu seinem alten Schätzchen, dem Fomag. Andreas Bock hat schon die Glühlampe im Einsatz, um den Lanz zu starten. Weil dieser D2539 so einmalig ist, hat er auch einen Anlasser, mit dem er gerade angelassen wurde. Vor den Augen von Gerhard ölt Sven noch einige Stellen am Fahrzeug ab, so wie er es von ihm gelernt hat. Diese drei haben so viel Schönes mit diesem Traumgespann erlebt. Nun heißt es Abschied nehmen. Das obligatorische Gruppenfoto für die Presse. Auch die heimische Zeitung berichtet von diesem einmaligen Ereignis. Sven Bokamp und Andreas Bock begeben sich jetzt mit diesem traumhaften Gespann auf eine wirklich lange Reise. Einbeck heißt das Ziel. Gut 160 Kilometer an Strecke warten auf alle Beteiligten.
Ein kurzer Blick auf die Straßenkarte zeigt uns die 160 Kilometer lange geplante Route. Von Versmold aus geht es über Borkholzhausen, Bielefeld, Lemgo, Detmold, Höxter bis Dassel. Von hier aus ist es nur noch ein Kerzensprung bis Einbeck. Genießen wir jetzt eindrucksvolle Bilder, gepaart mit dem Klang eines 10,3 Liter Einzylinder Lanz Eilbulldog. So wie aus dem Nichts bekam der Lanz auf einmal große Leistungsprobleme. Bei einem Stopp aus diesem Grunde bot sich Walter an, den Wohnanhänger hinter seinem Vormack zu spannen und bis Einbeck mitzunehmen. Gesagt, getan. Es wird umgehängt und die Tour kann weitergehen. Doch die Vorfreude dauert nicht allzu lang, da steht der Lanz schon wieder am Straßenrand. Geschuldet durch die viel zu lange Standzeit in der Scheune, ist auf dieser Tour die Bremse am rechten Hinterrad fest geworden. Gott sei Dank kein Problem für Andreas Bock. Mit dem entsprechenden Werkzeug aus dem Servicewagen ist dieses Problem schnell behoben.
Die Menge an Kilometern bekommen dem Lanz richtig gut. Die Bremsen haben sich wieder freigefahren, sodass er gut in Fahrt kommt. Nein, nein, dem Lanz geht es gut. Jetzt hat Walter ein Problem mit der Kühlung seines Fomac. Der muss ja heute richtig gut ran, sagt er. Der wird mir zu heiß. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter. Du hast ja die gleiche Strecke, ne? Du fährst vorweg. Wenn ich jetzt vorweg fahren soll? Bis hierher hat Sven Bokamp den Lanz gefahren. In dieser kurzen Pause wird noch einmal über die weitere Route beraten und auf dem Lanz der Fahrer gewechselt. Jetzt kann Andreas Bock bis Einbeck weiterfahren. Sven Bokamp hat sich aus dieser Überführung verabschiedet und ist auf halber Strecke ausgestiegen. Ein Freund holt ihn dort ab. Andreas genießt jetzt die Tour allein im Lanz, auch bei Regen. Für uns alle gibt es jetzt die lang ersehnte Mittagspause und ein kleiner mitgebrachter Imbiss wird verzehrt. Walter nutzt diese Pause auch, um ein wenig Kühlwasser an seinem Fomac nachzufüllen. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass der Motor zu warm wird.
Nur gut, dass Fridtjof Helmold im Servicewagen des PS-Speicher so einiges dabei hat. Wenn er gleich heiß wird, dann haut er sowieso wieder aus. Thank you.
überholen. Er fuhr so langsam. Gerne. Ich weiß auch nicht, mein Thermometer steht. Heute hast du aber am Rad gedreht. Da steht nicht auf 100 Grad. Aber und jetzt die ganze Zeit 90 Grad, obwohl er nur noch gerollt ist. Ja. Also das Thermometer ging direkt. Bis Einbeck sind es jetzt noch 10 Kilometer. Da der Lanz keine Probleme mehr hat, möchte Andreas sehr gerne den Wohnwagen wieder anhängen. Dieser Platz hier wird genutzt, um die Zugmaschinen zu tauschen. Nach gut 8 Stunden einer fast abenteuerlichen Reise erreichen wir Einbeck. Alle sind erleichtert, dass diese Überführung mit nur kleineren Problemen fast reibungslos gelaufen ist. Trotz etwas Regen wird auf dem Gelände des Base-Speicher ein Stopp für ein paar Fotos arrangiert. Was für eine Kulisse! Das Traumgespann vor dem alten Kornspeicher. Das Ziel der großen Reise ist noch nicht erreicht. Andreas muss noch hier vom Tidexer Tor bis zum Otto-Hahn-Park die letzten 3 Kilometer zurücklegen. Endlich angekommen. Hier im Depot, LKW und Bus findet dieses Gespann ein neues Zuhause.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, dass diese Überführung so gut gelaufen ist. Die Fläche des Depots wird zurzeit um 1200 Quadratmeter erweitert. Da die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, bekommt dieses Landgespann erst einmal einen provisorischen Stellplatz. Andreas, wie war die Tour für dich? Ja, völlig neue Erfahrung. Anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. Also eine angenehme Art von anstrengend. Und ich bin erleichtert, dass wir jetzt heile angekommen sind mit dem ganzen Gespann. Mit diesem Gespann ist André Höcke angereist, um seinen Vater mit dem Fomark abzuholen und sicher nach Versmod zurückzubringen.